Welcome to Big Vlogs! Welcome to Corvette Time, baby! Leute, ihr seht heute ein mega geiles Video mit einer richtig fetten Übergabe von unserem absoluten schwarzen Schmuckstück. Aber wir wollten euch nicht die Gelegenheit nehmen lassen, auch nochmal dieses weiße Schmuckstück hier zu präsentieren, was wir bei uns vorm Showroom haben, die ihr jetzt direkt übers Internet besuchen könnt und sehen könnt. Und ich denke mal, der Boris wird mir recht geben, wenn wir mit dem Teil auch mal eine schicke Probefahrt machen sollten, oder? Jawohl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video gucken und bis dann. Ich jetzt so scheiße, dass ich es nicht machen brauche, aber ja. Unterschrift des Golfers. So, ihr Lieben, Eingang vom Video. Wir haben das Ding jetzt aufbereitet. Die Frontstoßstange aufgrund der Steinschläge wurde jetzt noch ein bisschen lackiert. Auch da perfekte Arbeit. Jetzt ist es so Keramik versiegelt und so weit fertig, dass wir sagen können, wenn wir den Tim jetzt vom Bahnhof abholen und er das Auto das erste Mal sieht, sollte er normalerweise sich mehr als nur freuen, denn das Auto steht jetzt wirklich ideal da. Ich würde sagen, wir legen los, fahren zum Bahnhof und holen Tim ab. Ich hole jetzt den Kunden. Ne? Ich lasse keinen rein. Pass auf das Auto auf, ich drehe sonst echt komplett am Rad. So. Genau aus dem Grund sind die drin. Dass jetzt hier keiner meint, er müsste jetzt sich hier reinstellen. Denn das ist ja genau der Grund. So, ich fahre zum Tim, ich hole den Tim ab. Servus. Kaffee hinstellen, ich bin dann gleich wieder da. Ja? Alles klar, bis gleich dann. Es ist immer so. Immer, wenn du volle Hütte hast und absolut den durchdachten Plan, kommen tausend Sachen, die unvorhergesehen sind, dazwischen. Brutal. So, Tim, wenn du das jetzt sehen solltest, wir rufen dich jetzt an. Er läuft auch unter Tim Corvette. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Servus. Hallo, hier ist der freundliche Corvette-Händler von nebenan auf dem Weg zum Bahnhof. Junger Mann, wo sind Sie? Ich roll jetzt gerade noch auf der Straße, gleich die Petersberger Straße runter. Und dann bin ich bei dir. Also ich sitze im Auto. Ich erkenne dich an einem breiten Grinsen, denke ich mal, oder? Kommt noch raus sein, ja. Ja. Okay, sehr gut. Bist du wie geplant alleine oder hat sich noch irgendwas ergeben? Bist du zu zweit? Nö, ich bin alleine. Okay, alles klar. Ich frage nur, weil ich bin jetzt mit dem Ram gefahren. Hätten wir jetzt mehrere Leute, könnten wir auch noch die Ladefläche nutzen. Also es wäre kein Problem. Mal schauen, vielleicht finden wir irgendein paar Blondiner, dann nehmen wir die noch mit. Oh, Tim, sei vorsichtig. Ich nehme das gerade alles auf. Das muss ich alles rausschneiden. Ich nehme das doch gerade auf, unser Gespräch. Kriegst du ein Video gemacht, mein Lieber. Ja, meine Frau ist das gut. Ah gut, dann ist gut. Ja, die hat einen sehr lockeren, sympathischen Eindruck gemacht beim letzten Mal. Ja, die hat sich auch nicht gewöhnt, die kennt mich schon. Sehr gut, sehr gut. Alles gut, alles gut. Okay, mein Lieber. Also, rechne mit mir in 3 bis 4 Minuten, ja? Ja, passt schon. Gut, bis gleich, mein Lieber. Gut, bis ciao dann. Ciao. Ciao. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, er läuft gerade über die Straße. Ja, das dürfte sein. Da ist er. Moin, moin. Boris, servus. Komm rein. Moin, Songs, genau, rein da mit mir. Rein. So, mein Lieber. Zugfahrt war alles cool? Perfekt. Sehr gut. Also, was heißt perfekt? Bahnfahren ist. Ich finde es immer gechillt, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute kommen rein und das allererste. Oh, super glatt. Der Chef macht das auch immer so. Das ist aber glatt. Ja. Da drehe ich durch. Immer locker bleiben. Ja, wenn du das Auto jetzt gesehen hast und abgenommen hast, dann ist ja alles easy, weißt du? Dann kann jeder hingehen. Dann kann von mir aus, dann lasse ich die Pepper drüber laufen. Genau, ja? Dann nochmal durchflitzen. Genau. 50 und wir haben die 50-50. Alter Schwede, das ist geil. Also wir haben genau geguckt. Das ist geil. Hey, stell dir mal vor, du kommst jetzt zu mir und sagst, du, ich will mal meinen Traum vom Challenger, aber nicht irgendeinen, ich will den. So, und dann kann ich dir auch noch sagen, Tim, pass auf, ich habe mitgedacht, ich kann dir die 25 von 50 anbieten. Ich kann dir die 1 von 50 anbieten. Oder die 50-50. Ja, das musst du dann erstmal toppen. Das geht dann nicht mehr toppen. Und es war sowieso schon graus, an das Ding dran zu kommen. Können wir gerne so machen. Ja. Können wir gleich mal einen Ausflug einplanen, genau. Ja. Das war jetzt so die Idee. Ab und zu denke ich mit bösen Zungen behaupten, ich mache das nicht so oft, aber naja, gut. So, du hast ja die Technik alles. Ist das an? Ja, beide? Gut, dann würde ich sagen. Ja. Willkommen im Paradies, kann man sagen. Das kann man so sagen.
So, wenn alles läuft. Gut. Da ist sie. Da haben sie ein bisschen umlackiert. Ich hoffe, mit dem Rückstock. Cooler Schwarze. Ach, das war eine andere. Gibt's keine. Gut. Erstmal in der Reihe gebracht. So, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Gut. Ich glaube, du erkennst sie. Aber wenn du dir den Lack anguckst, sieht das alles ein bisschen anders aus. Junger Mann, ist das mein Fahrzeug? Das ist Ihr Fahrzeug, junger Herr. Hm. Ha? Also schaut schon ganz anders aus wie letztes Mal. Leck Komm, mich am Arsch. Sieht anders aus, ne? Aber hallo. Ja. Da haben wir dran gearbeitet. Das aber hallo. Ich darf hinfassen. Das ist deine. Jetzt du. Ich werde mal hüten und werde sagen, hier von wegen pack das Ding nicht an. Das ist deine. Aber ich sage dir jetzt ganz offen und ehrlich, ich bin auch stolz aufs Ergebnis. Das war echt nicht ohne. Da war einiges zu machen. Hast du ja selber gesehen. Ja, klar. Ne? Aber ich glaube, ich habe den Mund nicht zu voll genommen. Aber also, das Ergebnis ist echt top. Ich habe das aber auch so erwartet, weil du hast mir so versprochen. Na, ich habe mich halt auch ziemlich weit aus dem Fenster gelegt. Ja, das hast du. Ja. Aber ich sage mal, Wort gehalten, würde ich sagen. Das freut mich doch. Tipptopp. Aber wie gesagt, das war halt einfach die Entscheidung, Tim, zu sagen, ein 50-prozentiges Öl schmeiße ich nicht weg. Und ja, da kriegst du von mir einfach dann das Ganze schriftlich. Und wenn du zum Beispiel dieses Jahr keine 10.000 mehr fährst, sondern nächstes Jahr, ja, dann... Ja, das wird wahrscheinlich dieses Jahr keine 10.000 mehr werden. Du hast halt nur eins bei dem Fahrzeug. Du hast halt den Auffälligkeitsfaktor. Das heißt, die Keramik musste ja schon allein deswegen sein, weil du dauernd die Fingertatschen drauf haben wirst. So, jetzt kommt die heilige Übergabe des Schlüssels. Bitteschön, junger Mann. Den Zweitschlüssel habe ich auch da liegen. Die Herzlichen Papiere Dank. Hast du? Ja. Nein, habe ich nicht dabei. Nummerntafel habe ich auch nicht dabei. Ich habe nichts dabei. Okay, gut. Ich fahre dann mit dem Zug wieder heim. Ja, dann lassen wir sie da. Das ist dann vielleicht nächstes Jahr oder so. Okay. Ich habe keine Lust eigentlich. Ja, dann ist ja nicht schlimm. Dann können wir alles so machen, wie es ist. Tu mir mal einen Gefallen, dass wir, bevor wir unseren Kaffee trinken, einen trinken wir noch, oder? Bevor du abhaust. Ich habe Zeit, wenn gut. du Zeit hast. Ich habe Red Bull da, ich habe Kaffee da. Bier gebe ich dir keins, weil wenn du angehalten wirst. Wenn, dann gebe ich so ein Weißbier, das weißt du aber eher. Ja, das besorge ich uns noch schnell, das ist kein Problem. Setz dich mal rein und schmeiße mal bitte an. Weil dann können wir sie laufen lassen, dann fährst du sie auch noch mal raus. Dann können wir auch nachher noch mal ein bisschen Meter machen. Dann habe ich noch mal ein bisschen Benzin reingemacht, dass wir zur Tankstelle kommen. So, und jetzt müsste sie ja kommen nochmal. Läuft doch, ne? läuft die schon, ja? Ja, ja, du musst noch auf... Ja! So, ganz kurz, hast du die Kamera? Sie ist angesprungen! Hätte ich nicht gedacht. Super. Sollen wir rausfahren, oder? Wenn du willst, kannst du sie rausfahren, aber dann tue ich dich ein bisschen dirigieren. Nein, mach's lieber selber. Mach ich? Du bist es gewohnt dadurch. Ja. Hier, dass er gleich einen ersten Kratzer reinmacht. Ja. Sollen wir sie rausfahren gleich? Dann fahre ich sie vor die Tür. Ich schaue dir gerne zu. So einer bist du? Ja, so einer bin ich. Obwohl, bei dem Auto. Ich traue dir das zu. Das sind alles so Sachen, wenn du mit Corvette ein bisschen zu tun hast. Ich packe da nie drauf. Ja. Ich packe immer hier drunter. Ja. Weißt du, weil hier ist es egal. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Ich drehe da durch, wenn du da vorbeigehst, Fingertatschen. Das ist wirklich so, da zieht sich ein roter Kreis, da kriege ich voll einen zu viel. Aber jetzt passiert da nichts mehr mit Keramik, oder? Aber die Fingertatschen müssen nicht sein. Ja, aber weil die Kratzer dürfen jetzt... Mit den Keramik siehst du ja noch mehr. Das Fett ist ja oben drauf. Das Fett schon. Das Fett. Das Fett schon. Kann ja nicht mehr auf den Klarlack kommen, weil die Keramikschicht ist ja oben drauf. Aber wenn ich jetzt mit meiner Hornhaut komme und da hinfasse, dürfte nichts passieren. Da kannst du raspeln, wie du willst. Pass auf, machen wir doch mal Folgendes. Komm, machen wir mal Folgendes. Pass auf, zeige ich dir. Geh mal drüber. Machen wir mal den ultimativen Test. Geh mal hier drüber. So. Und jetzt gehst du hier drüber. Einmal mal so über den Lack. Es geht nur darum, wie flutscht der Lappen über den Lack. Also im Vergleich. So, und jetzt gehen wir bei dir drüber. Egal wo, glaub mir, es war überall. Merkst du einen Unterschied? Ja, es flutscht schon ein bisschen anders. Das stimmt. Und das ist dieser Keramikeffekt. Und da siehst du jetzt auch dieses Nasse, dieses Spiegelnde. Ja? Und das ist halt einfach geil. Das ist geil. Das ist echt geil. Ne? Auf den Punkt. Aber hätte nichts anderes erwartet. Gut. Ich nehme das als Kompliment. Nimm es als Kompliment, ja, auf jeden Fall. In Facebook immer Black is beautiful. Ist das geil oder ist das nicht geil? Es ist doch einfach geil, oder?
Ich habe das eine Video gemacht mit der mit dem Cabriolet, ne? Da kommen die ja von vorne so an. Das sieht aus wie ein Pfeil, wie ein Keil. Die C7 ist die mit Abstand geilste Form. Gibt nichts Geileres. Also ich sag schon, ich scheiß mal jetzt schon in Hosen. Ja, ist ja auch geil. Alter, das ist ein Auto, du. Ha? Es wird ernst. Big Blocks. Hopp. Danke. Boris, ich kann mich nur mal recht herzlich bedanken bei dir. Ich habe selten entspannter ein Auto gekauft als bei dir. Wort gehalten, ausgemacht, hergefahren, alles tipptopp. Mit einem sehr guten Gefühl beim ersten Besuch, beim zweiten Besuch und vielleicht beim nächsten Besuch. Danke.